Hallihallo und willkommen zu Road to Glory Nr. 29. Und ja, wir haben es bald geschafft. Bald müsst ihr dieses Team, ist egal, zählt. Also es wird ja immer weniger ein Team. Also es ist ja jetzt einfach nur noch zusammengewürfelter Scheißdreck mittlerweile. Ah, naja. Wie gesagt, ich habe mich ja angekündigt, dass ich eigentlich nicht mehr so viel da einstecken will, während wir unser Gegnerteam sehen. Vorne mit Tello und Aaron Lennon, das ist natürlich eine wunderbare Offensive. Passt halt überhaupt nicht zusammen, aber Hauptsache man hat es vorne drin, weil sie schnell sind. Und sei es drum, ich war halt das Einzige, wo ich hierauf froh war, war, dass er einen Bronze-Keeper hatte. Und sowas macht sich halt nun mal letztendlich aus. Das macht den Unterschied oftmals, denn der Bronze-Keeper hält meistens nicht ganz so viel, weil diesen Schuss allein kann man schon mal festhalten. Und ja, ich hatte hier auf jeden Fall ein paar Probleme in Sachen Abschluss, wie ihr hier seht, sogar Wähler mal nicht getroffen. Und der Gegner war jetzt im Angriff nicht so, also ich konnte es relativ gut verteidigen, aber habe vorne es einfach nicht geschafft, den Ball reinzubekommen. Es lag nicht mal nur daran, dass der Keeper immer gehalten hat, sondern dass ich einfach unfähig war, den Ball ja einfach mal aufs Tor zu bringen oftmals. Und es dauert halt hier bis zur 70. Dann ist es hier unser Defensive Mittelfeldspieler, eigentlich Verteidiger ist, und dann steht ganz hinten mit dem Rebound der Nigel, unser amerikanischer Flügelspieler. Und ja, verwertet endlich zum späten 1:0. Und ja, es gibt eigentlich nicht mehr sonderlich viel zu besprechen. Ich habe, da ich ja schon immer ein bisschen im Voraus aufnehmen muss, da ich ja nicht immer spiele, jeden Tag, muss ich euch sagen, dass ich habe das Team jetzt hier sogar schon verkauft. Ich habe einen ganz ordentlichen Batzen an Geld, da ich ja immer nebenbei getradet habe, und wir haben, ich kann es euch einfach schon verraten, dass ich jetzt quasi schon mehr Geld habe, obwohl ja diesen krassen 50.000 Verlust, also ich musste Sanchez für 140 verkaufen, wir hatten ihn damals für 190 gekauft. Trotzdem haben wir wieder mehr Geld, als wir vorher hatten, und deswegen lässt sich da was ganz Nettes zusammenstellen. Ich werde euch nächste Episode dann die zwei Teams vorstellen, plus halt hier die Abschlussstats. Ich habe vorbereitet so ein Top 3 an Spielern dieses Teams und dann vielleicht nochmal die so, wie viele Spiele gespielt und wie viele Tore geschossen. Das habe ich alles schon für nächste Episode vorbereitet. Also morgen am Montag, wenn alles glatt läuft, werdet ihr die sehen. Haben wir alle frei, also passt das ganz gut. Da möchte ich dann euch natürlich in den Kommentaren sehen, möchte ich euch bitten, in die Kommentare morgen zu schreiben, was ihr denn für ein Team sehen wollt. Und ja, ansonsten gab es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ihr habt gesehen, wir haben 3:0 gewonnen letztendlich doch noch durch dieses wunderbare Tor am Ende von Los Santos. Und jetzt gehen mir wirklich so langsam die Spieler auf. Ich musste, ihr seht schon, unser Sturm total für den Arsch. Ich habe ein paar Silberspieler, die ich normalerweise immer auf der, quasi mit denen ich trade, aber zurzeit nicht geht, weil der Transfermarkt von mir voll ist. Die habe ich mir einfach mal ins Team reingeholt, damit ich dann noch ein paar Spieler zusammenbekomme. Entschuldigung. Und jetzt ist der nächste Gegner. Nochmal, Entschuldigung. Vorne mit Bent und Beckford. Und das ist wirklich ein Sturmduo. Da muss man schon ein bisschen Angst vor haben, wenn man nicht gerade eine schnelle Verteidigung hat. Und die hatte ich halt überhaupt nicht, da jetzt wirklich alles noch zusammengeführt war, wie ich es euch gesagt hatte. Und da ist Bent und Beckford nicht so das Duo, gegen das man spielen will. Nach 3 Minuten jedoch haben wir hier eigentlich, der Typ ist eigentlich Innenverteidiger, aber einen richtig guten linken Fuß. Ich lasse ihn auf linken Verteidiger spielen. Der Fontas von Barcelona hat einen richtig starken linken Fuß. Ich kann nicht sagen, wieso. Und dann ist es nach 20 Minuten so weit, dass die Flanke kommt und Verdi, unser rechter Mittelfeldspieler, eigentlich spielt in der Serie B, köpft 1:1. Und ja, allein daran, dass wer solche Tore schießt, merkt ihr schon, dass das Team überhaupt nicht mehr vorhanden ist eigentlich. Denn hier gibt es die zweite Flanke, es ist Verdi, er trifft nicht, auch im zweiten Anlauf nicht, eigentlich schade. Und dann kriegt er hier seine erste Riesenchance durch Bent und er fehlt nicht viel, wäre Diego Alves nicht mehr dran gekommen. Und dann ist es hier wieder Fontas, wie gesagt, linke Verteidiger lasse ich ihn spielen, aber also der hat eigentlich einen relativ starken linken Fuß und gut, er ist Innenverteidiger, da kann ich nicht mit ihm von da probieren zu schießen. Also macht Verdi das Teil, 2:0, und die Partie war natürlich noch lange nicht entschieden, da er eigentlich immer wieder gefährlich nach vorne kam. Aber ihr seht es jetzt schon in der Zeit, die Partie war entschieden. Aber ich hatte ungefähr noch 3 Chancen dieser Kategorie,
alle nicht reingegangen. Und ja, Spielende 3 zu 0, 2 zu 0. Hier bekommt er, glaube ich, noch die letzte Chance der Partie. Aber geht nicht rein, also 2 zu 0. Und das war's dann auch schon wieder für diese Episode. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video wie immer kommentiert und bewertet. Und dann sehen wir uns morgen in der Episode wieder. Und ja, da kommt dann endlich mal diese wichtige Entscheidung, welches Team es wird. Oh, und ich würde sagen, bis dahin, Leute, ich gucke jetzt wieder Formel 1. Tschö!